Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen The Forest. Ich glaube, es war schon. Nur mal kurz gucken. Wir sind schon bei Tag 33. So, warten wir noch auf das Essen. Und dann habe ich hier noch ein Reh letztes Mal gefangen oder getötet. Und jetzt haben wir eine Couch. Ah, oh, ist das nicht schön? Da sehen wir die Bilder von unserem Sohn. Von meinem Sohn. Da hängt das Essen. Jo. Aber wir haben kein Fernsehen. Wir haben nur da so einen Kamin. Und links und rechts ist noch Platz. Ich sitze allein auf dem Single-Sofa. Ups. Wie kann ich aufstehen? Okay. So, essen wir mal. Ich weiß gar nicht, was wir denn eigentlich heute machen wollten. Ja, hier hängt noch schön lecker Essen. Wir nehmen mal die Echse mit. Ach, scheiße. Dann gib mir das. Dann hängt die Echse ein. Weil eins war noch nicht abgehangen. Dann haben wir immer was dabei. Oh, hier ist leer. Leer? Alle drei sind leer? Muss ich echt mal Wasser abkochen? Ganz schön windig hier. Hier noch was zum Trinken drin. Ach, das ist auch leer. Hat schon lange nicht mehr geregnet. Ah, ich habe keine Äste. So, und wie man. Weg ist der Baum schon wieder da. Müssen wir echt nochmal niederkloppen. Ich habe da den Rand zugemacht. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Fallen und dann kommt da nochmal ein ganzes Bataillon an Baumstämmen, die wir da hinstellen müssen. Ich habe die Nase voll, weil die Kannibalen sind ja letztes Mal an den Fallen links und rechts vorbeigelaufen. Ich möchte hier durchs Tor rennen. Ne, hier ist das Tor. Rennen und die sollen schön in die Fallen laufen. Da das hier aber noch so tief runter geht, habe ich aus Sicherheitsgründen bis da unten erstmal gebaut. Und dann haben wir hier erstmal von der Seite. Ich dachte, da wäre jemand. Ja, Ruhe. Was praktisch war, war auch schon in der Ecke hier hinten. Da hinten runter war ich Stöcker sammeln und da waren zwei Rehe. Da hatte mein Speer und wollte die pieken und dann sind die hier hochgelaufen in diese Richtung. Und dann habe ich die eine ja quasi hier in die Ecke hingescheucht und ist dann hier in die ja, Felsspalte so ein bisschen reingeglitscht. Man hat nur den Kopf gesehen, aber man konnte sie einfach töten. Meine Idee ist dann hier auch nochmal eine Mauer zu machen. Diese kurzen Stücke nicht um zu verteidigen, einfach nur um Rehe zu sammeln. Ganz einfach. Einfach bis an die Wand scheuchen und dann erstechen. So, wir wurden letztes Mal. Ich habe ja nur den Abend noch gespielt, damit hier unser junger Mann. Warum ist der jetzt hier so ein bisschen. Das muss man kurz setzen. So. Ist ein bisschen rumgelaufen, macht den Typen schon fertig. Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht sollten wir einfach nochmal was zum Essen mitnehmen. Und noch was essen. Ups, nein, nicht hauen. So. Oh, nicht getroffen. Wir wurden hier beim SOS-Machen gestört, fällt mir ja gerade auf. Oh, ich hatte Platz für Steine. Ah, Spinne! Wo ist die hin?
Nur ein toter Bug ist der Bug. So. Dasselbe gilt auch für Spinnen. Muss man den Wagen stehen lassen? Echt? Hm. Schon sind wir diese Sträucher nachgewachsen. Die können wir gleich mal abholzen. Laub kann man ja immer gebrauchen. Ich hatte gerade das hier einen Stein zum Sammeln. Schnell. Scheiße, das mal wie den anderen Stein. Tada! SOS. Ich glaube, von da hinten sind wir abgestürzt, oder? Wir waren ja so im Schneegebiet so ein bisschen da, wo es so kalt war. Ja, SOS steht. Toll, dass man es bauen kann. Spinne! Boah. Hammer. Bringen wir mal den Wägelchen zurück. Das Wägelchen, noch ein Kiesstein. Ich muss ja immer noch die Höhle finden. Wo wir die Karte und den Kompass kriegen. Spinne! Spinne! Geh weg! So. Ja, die Steine können wir gebrauchen. Jetzt zwar nicht unbedingt die Ads, aber vor den Palisaden baue ich dann halt immer so, ja, diese spitzen Stöckerchen. Die werden ja mit Stöcker und Stein gebaut. Ob die was bringen, weiß ich nicht. Ich baue die einfach. Oh, hier kommen wir gar nicht weiter. Den kann man ja quasi hier erstmal stehen lassen. Hm. Ich glaube, wir sind da rechts mal lang gegangen. Aber da hinten? Ich weiß es nicht. Wie kann der Knilch schon wieder Hunger haben? Mama mia. Doch, ich glaube, da waren wir. Ja, da, genau, da waren wir. Upsala. Ah, die haben mich gesehen. Hi. Ihr seid ein bisschen viele, ne? Ja. Scheiße, sage ich dazu. Nicht mehr in Ruhe kundschaften kann man. Ich wollte doch einfach mir mal die Ecke angucken hier. Einfach mal gucken, was hier in der Nachbarschaft los ist. Ja, bekommen. Der eine hat irgendwas mit Feuer in der Hand. Unsere Ausdauer schwindet. Hm. Alter, du kommst mir zu nah. Oh, nicht mal treffen tue ich. Also, ja, jetzt theoretisch, wenn wir jetzt die Mauer hätten,
könnten wir jetzt hier so, yeah, wir werden verfolgt. Hier durch das Tor laufen, es schließen, das, was noch nicht da ist. Und dann können wir in Sicherheit laufen. So, schließ mal ab. So, ja, der Kannibale sieht mich. Läuft auch schon wieder weg. Auf den Schock muss ich erstmal was essen. Ach, laufen wieder weg. Scheiße. Da sind Patrouillen. Toll. Sogar die Echsen drehen hier durch. Ich versuche es nochmal. Gib mal nochmal einen Schluck. Dann trinken wir hier raus. Müssen wir mal. Das gibt's doch nicht. Da kommen die schon nächsten, die nächsten Kannibalen. Was ist denn das? Ein Kannibalen-Highway? Fünf, vier Stück. Wo sind die zurückgelaufen? Ja gut, dann gehen wir die andere Seite lang. Also diese Mauer muss stehen. Es hat zwar niemand vor, eine Mauer zu bauen, aber praktisch wär's. Nee, geht schon wieder die Ausdauer runter. Der Typ. Das war doch nicht vorher so. Du hast doch erst gerade gegessen. Der hat heute schon Kaninchen und eine Echse gegessen und hat immer noch Hunger. Also ist das. Geht echt rapide runter. Ich meine, wir haben noch nicht viel gemacht. Kurz von A nach B gelaufen, aber mehr auch nicht. Nebenbei können wir schon mal Stöcker sammeln. Also ich weiß, den nächsten Tag werde ich erstmal wieder Bäume schlagen. Ganz viel Bäume schlagen. Ah, stimmt. Da gibt es ja auch einen kleinen Teich. Schade. Kein Fischi. Dann halt nicht. Ja, das gibt's nicht. Heute ist irgendwas. Ich weiß nicht. Komm her. Zieh dir erstmal was an. Das ist voll eklig. So, ich kann ja auch nicht einfach nackelig hier rum im Wald laufen. Was ist, wenn dich Kinder sehen? Oder, ey, das gibt's doch nicht. Ich glaub, es hackt. Mann, oh Mann. Heinrich, Frau.
Wir haben uns eine Frau geholt. Irgendwie so unsere Höhle. Ach. Scheiße, ey. Ach, bleib liegen. Nimm mich. Oh, da kommt der Nächste. Ey, ihr habt's heute, ne? Es ist. Hä? Ist der blöd? Na gut. Mal gucken, ob die da liegen bleibt. Aber hier scheint auch irgendwie ein Kannibalen-Highway zu sein. Zwar nicht so gut befahren wie auf der anderen Seite, aber. Oder ist hier gleich noch eine Basis von denen? Hier gibt es zumindest einen Weg. Ja. Gut, das erklärt es schon mal. Da hinten ist auch was. Und hier überall. Frage, ist es gerade leer oder ist wer zu Hause? Ich würde sagen, es ist leer, ne? Warum sind da noch Zelte? Welcher Idiot hat sich denn da niedergelassen? Oder auch. Ich gesehen? Ich wurde gesehen. Scheiße, er hat uns gesehen, weil wir haben dieses Symbol nicht. Doch, jetzt sind wir hier versteckt. Ich habe da bei den anderen Zelten eine Höhle gefunden. Ah, die ist schlecht gelaunt. Und hi! Ja. Ist doch tot? Habe ich zwei Leichen, die ich nach Hause bringen muss. Scheiße, ich hätte mit dem Wagen kommen sollen. Ich will doch nur mal in die Ruhe gucken. Was habt ihr denn? Kann ich hier einen Koffer packen? Ey! So haben wir nicht gewettet. Oh, das war ein Busch. Oh, hm? Ah, die ist nicht doof. Oh, diese Büsche. Oh, der geht runter. Na, komm her. Kleine. Geht die Sonne unter? Ah, krieg Verstärkung. Gut, du hast gewonnen. Ah, die Pfeile sind weg. Aber jetzt den ganzen Tag oder hat er wieder den halben Tag geschlafen?
ist die Leiche weg. Mann. Jetzt müssen wir wieder alleine die Nacht verbringen. Oder da ist schon wieder einer. Hinter uns bleibt auf Distanz. Hi. Oh, das gibt's doch nicht. Da liegt die Leiche noch. Ist der Pfeil. Bambi Glitch. Komm. Los, Bambi. Komm mit mir nach Hause. Ah, da hinten geht er. Ja, also ein bisschen enttäuschend. Ich dachte eigentlich, wir hätten es früh gehabt. Lampe an hier. Aber wenigstens, was ich auch schon erzählen wollte, man sieht ja natürlich bei der Rüstung, dass man Tarnklamotten und Knochenrüstung zusammentragen kann. Das finde ich gut. So hat man ein bisschen Tarneffekt und dann doch ein bisschen Rüstung. Ah, trotzdem, der hat heute echt sehr viel gefuttert. Oh, scheiße, nein. Scheiße, wir haben ja zugemacht. Das heißt, ich muss die Kannibalin einmal außen rumschleppen. Also Respekt dafür, dass er das so lange kann. Also ich hätte die schon längst an den Haaren herbeigezogen. Ah, ich glaube, die hat eine Glatze gehabt, ne? Oh, warum habe ich da abgeschlossen? Aber wir haben eine neue Basis gefunden und eine neue Höhle. Und das ist hoffentlich die Höhle, wo wir unsere Karte finden. Damit man sich endlich mal die ganzen Positionen nicht mehr merken muss, wo was ist. Und ein Kompass. Das wäre sagenhaft toll. Also, ich hatte mal... das war noch vor der Aufnahme. Habe ich ein Video gesehen, wie man halt das findet. Und da hat einer einfach so ein 2-Minuten YouTube-Video gemacht und gesagt, ja, wenn ihr den Kompass haben wollt und die Landkarte, dann stürzt euch einmal in den Tod. Da hat er recht. Dann findet man natürlich diese Karte. Das Dumme ist, wenn ich das so richtig verstanden habe in dem Spiel, ist, du hast quasi 2 Leben. Also war es bei mir bisher. Beim ersten Mal, wenn du geschnappt wirst. Ich wollte mal gucken, ob die eine Glatze hat. Aber kann ich jetzt nicht mehr so wohl auch hatte, glaube ich. Beim ersten Mal wirst du ja weggeschnappt, dann wachst du ja in dieser Höhle auf, ohne dass dir was angetan wurde. Du kannst dann halt diese Karte sammeln und dann wieder rauskriechen. Quasi, und wenn das nächste Mal geschnappt wirst, bist du dann wirklich tot. Und dann war's das. Game over. Und ich weiß nicht, wenn man halt quasi nur 2 Leben hat, möchte man doch diese nicht für eine Karte verschwenden. Und das kann sein, dass es nur für 2 mal kurz, dass man, komm her. Wenn man 2 mal hintereinander, kurz hintereinander irgendwie von einem Tag oder an einem Tag,
gefasst wird, dass man dann tot ist. Das weiß ich, wie gesagt, nicht. So, und wir müssen mal auch was trinken. Unsere Flasche voll machen. Wo ist denn unser Kochtopf? Ah, Schuhe. Da. Kochtopf. Ausrüsten. Yeah. Tür auf. Ach ja, ich hab grad's vergessen. Ihr seht ja nichts, ne? Genau. Einmal voll machen, bitte. Macht das überhaupt Sinn mit dem Abschließen? Kommen die durch? Die Kannibalen. Kann ich jetzt schon trinken? Ging ja schnell. Hier mache ich nochmal einen Fallkorb, genau. Machen wir gleich ein paar rein. Ich rüste mich für eine lange Belagerung. Man weiß ja nie. Nee, ich wollte eigentlich kombinieren. Schade, reicht nicht. Dann müssen wohl mal wieder ein paar Vögel gekillt werden. Ich bin noch am Überlegen, dass ich hier vorne nochmal was baue, damit wir hier noch rübergehen können. Quasi da, wo der Baum ist und dann von dort auch nochmal schießen können. Ansonsten bin ich bisher ganz zufrieden damit. Mit dem Pavillon. Der gefällt mir ganz gut. Und ich glaube auch, ich werde das machen. Ich baue erstmal die Palisade fertig. Das wird erstmal dauern. Und ich würde dann hier erstmal einen Break machen. Ist eh dunkel. Ach scheiße, wir hätten mal schlafen gehen sollen. Da ist wieder der ganze Tagesrhythmus im Arsch. Scheiße. Wahrscheinlich können wir gar nicht schlafen, ne? Oh doch, können wir. Dann würde ich hier trotzdem erstmal einen Break machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Oder lasst generell ein Abo da. Wäre gut. ja, ansonsten viel Spaß noch. Haut rein. Ciao.